Also wieder auf zum Strand. Aber was machen sie da? Kurz baden gehen, danach in der Sonne einschlafen und zerknautscht mit Sonnenbrand aufwachen? Ha, kann man sich das bei Conny und Manu wirklich vorstellen? Klare Antwort: Nein. Ja, für die Surfer ist das hier so das Mekka, wenn hier die großen Wellen im Winter reinkommen. Ne? Weil Meer ist dafür bekannt, sehr hohe Wellen zu haben im Winter. Ne? Da ist auch ziemlich gefährlich, dann hier am Strand zu stehen. Aber dann draußen, wenn sie dann surfen. Und natürlich, weil es ein schöner Strand ist. Und weil da auch ein großer Felsen ist, wo der Conny nämlich runterspringen kann. So ein Felsen hat ja zwei Schwierigkeitsstufen. Die erste rauf und die zweite wieder runter. Wobei in diesem Falle die erste Schwierigkeitsstufe tatsächlich die schwierigere ist. Guck mal, da springen ja schon einige. Ja, dann scheint das ja hoch genug zu sein. Ja. Ja. Ja, denn, ne? Dann los. Einmal nur. Einmal nur. Okay. Nicht betteln dann. Nein. Viel Spaß. Vor 40 Jahren hätte Conny hier noch nicht so viel Spaß gehabt. Gesprungen ist er damals schon gern, aber er wäre hier im Sand gelandet. Ja, also vor 30 Jahren oder 40 Jahren oder irgend so diese Ecke, da gab es diese Bucht von Weimar, die gab es nicht. Das war damals einfach zu. Das heißt, da waren Millionen von Tonnen Sand gewesen. Das heißt, der Felsen, da war früher nur so die Kuppe zu sehen. Der Rest war nur Sand. Und der weltberühmte Waikiki Beach ist daraus entstanden. Die haben den ganzen Sand, der hier gewesen in Waimea gewesen ist, alles zu Waikiki hingeschafft. Deswegen gibt es da diesen Sandstrand. Weil vorher gab es da keinen, gab es nur Felsen. Am Aufstieg auf den Felsen hier sind seitdem schon viele gescheitert. Sich barfuß am spitzen Lavagestein festzukrallen, ist ja auch nicht jedermanns Sache. Connys schon. Wo hat sich der fliegende Conny nicht schon überall in die Tiefe gestürzt? Dagegen ist das hier nur ein kleines Sommervergnügen. Nicht mal Manu nimmt das noch als ernste Gefahr wahr. Allerdings zu Unrecht. Bei dem Felsen mache ich mir jetzt keine Sorgen, außer er springt auf eine Turtle. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, nicht so groß. Von daher, ja, gut, wenn er da mal ab und zu mal runterspringen will, ist das für mich okay. Ist ja überschaubar, ne? Ist nicht so hoch. Aber immerhin sind das hier 10 Meter Höhe, aus denen Conny gleich mit knapp 40 Kilometer pro Stunde aufs Wasser aufschlagen wird. Und das per Kopfsprung in ein unbekanntes Gewässer. Das ist genau das Szenario, vor dem Bademeister immer warnen. Und tatsächlich kommt Conny gefährlich in Rückenlage. Ja, ich mache ja keinen Körper, das ist mir viel zu gefährlich. Also das kommt vom Kunstturnen. In dem Moment, wenn du jetzt eine Flugrolle machst und du landest oder bist auf der Matte, dann drehst du dich ein. Und das mache ich auf dem Wasser genauso. Deswegen lande ich auch immer mit dem Kreuz. Ja. Aber so einen Norddeutschen, ne? Na? Naja. Fehlt noch mal 10 Meter. Aber ist gut. Ja, jetzt ist der ganze Gülle. Kram ab. Na gut. Jetzt können wir noch mal shoppen gehen. Oder? Genau, jetzt gehen wir noch mal auf den Markt. Genau. Gut. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und hier geht's weiter zum nächsten Video von Willkommen bei den Reimanns. Oder kostenlos streamen auf Joyn.